Die Stadtwerke Düsseldorf versorgen rund 700.000 Menschen in Düsseldorf, Mettmann und Teilen Erkrads sowie den Süden von Neuss mit Trinkwasser. Dazu betreiben sie die drei Wasserwerke in Holthausen, in Flehe und am Staat. Ihr Leitungsnetz ist rund 1.800 Kilometer lang. Das entspricht ungefähr der Entfernung Düsseldorf-Madrid. Jeder Düsseldorfer nutzt pro Tag ca. 120 Liter Trinkwasser. Daher bereiten die Stadtwerke Düsseldorf in ihren Wasserwerken rund 140 Millionen Liter Trinkwasser pro Tag auf. Und so stellen wir diese gigantische Menge her. Die Brunnen der Wasserwerke fördern Rohwasser, das zu rund einem Viertel aus Grundwasser und rund drei Vierteln aus Rheinuferfiltrat besteht. Das versickernde Wasser wird in einem ersten Aufbereitungsschritt durch die Sand- und Kiesschichten unter der Rheinsohle und der Uferböschung gefiltert. Weitere Schadstoffe werden von natürlich vorkommenden Mikroorganismen beseitigt. Die Uferfiltration dauert in den bis zu 30 Meter dicken Schichten mehrere Tage bis Wochen. Dadurch fließt das Wasser bereits mit einer guten Qualität in die Wasserwerke, wo es mit dem Düsseldorfer Verfahren von Mikroverunreinigungen befreit wird. In einem ersten Schritt kommt Ozon zum Einsatz, eine hochaktive Form des Sauerstoffs. Es reinigt und desinfiziert das Wasser sehr gründlich. Danach wird das Wasser in zwei Schritten gefiltert. Zunächst über die 1,5 Meter dicke Schicht Voraktivat und schließlich über eine 2,5 Meter dicke Aktivkohleschicht. So werden organische Verbindungen sowie Geruchs- und Geschmacksstoffe zuverlässig entfernt. Bevor das Trinkwasser zu den Kunden fließt, gibt es Qualitätskontrollen in allen Stufen der Aufbereitung, an den Wasserwerksausgängen und an verschiedenen Stellen im Verteilungsnetz. Doch nicht nur in den Haushalten sprudelt anschließend unser hochwertiges Trinkwasser aus dem Hahn, sondern auch gekühlt aus speziellen Wasserspendern wie unseren Soda-Jets. Zudem können sich Spaziergänger, Sportler und alle anderen Durstigen kostenlos an unseren öffentlichen Trinkbrunnen erfrischen. Die kostenlose App Das Stadtwerkzeug zeigt ihre genauen Standorte und bietet weitere Infos zum Trinkwasser.